dabei hier bei uns bei Clip My Horse. So, los geht's. Geritten wird der Prix Saint-Georges hier in der kleinen Tour. Und Sie können natürlich wieder mitrichten. Ich verstehe, wenn das jetzt alles ein bisschen flott geht, jetzt will man hier erstmal, glaube ich, zugucken. Helen Lange, Hahnberg und Valron. Aber wenn Sie sich ein bisschen eingegroovt haben, Sie können gerne mitrichten. Spectator Judging App kostenfrei, wie immer, runterladen. Die Show sozusagen Aachen aussuchen, die Prüfung aussuchen, den Prix Saint-Georges, den Reiter und dann einfach die Noten mit verteilen. Sie sehen unten links, das ist der Trend der Richter und wir werden auch immer wieder die Noten, die die Zuschauer vergeben, mit bekannt geben. Das ist ein doppeltes Riesenmissverständnis jetzt gewesen. Das hat natürlich echt richtig Punkte gekostet. Zweifaches Angaloppieren und das Schulter herein fast gar nicht. Das ist ein super blöder Start hier natürlich jetzt für Valron. Ah, Sie sehen das, der ist 8, ne? Gucken Sie sich mal die Hinterhand an. Da kann noch mehr Muskelkraft natürlich im Laufe der Zeit sich bilden. Da darf er, ich darf mal sagen, noch ein bisschen abgedrehter im Hintern werden. Aber das ist natürlich bei einem 8-jährigen Pferd noch nicht alles voll entwickelt. Ja, da hat sie eine ganz schön kleine Wolte uns gezeigt, kam fast ein bisschen früh, gar nicht so ganz ran auf dem Hufschlag. Ich habe ein ganz klein wenig den Eindruck, dass Valron vielleicht doch ein bisschen schüchtern ist und noch nicht voller Sicherheit nach vorne zieht. Vielleicht ist das die richtige Formulierung. Noch nicht ganz so sicher im Vorwärts unterwegs ist, wie wir das sonst schon teilweise bei ihm gesehen haben. Er kam ja zu Helen Lange Hahnberg mit ganz wenig Erfahrung, Turniererfahrung. Und sie setzt ihn natürlich jetzt auch nicht übermäßig ein, aber er wächst jedes Mal im Viereck. Also der ist sowas von auf dem Weg. Ich glaube, da verzeihen wir ihm, dass er heute hier bis jetzt, sage ich einfach mal, sich noch nicht ganz in Topform gezeigt hat. Der hat auch einen richtig guten Schritt, aber gucken Sie ihn an. Er ist noch nicht ganz nach vorne in der Dehnung, zieht noch auch hier im starken Schritt nicht ganz so entschlossen nach vorne ran, wie wir es uns wünschen würden und wie wir es auch absolut von ihm kennen. Ja, Sie sehen das auch an Helen, ne? Immer wieder, dass sie doch relativ deutlich nachtreibt. Ich glaube, wir liegen nicht ganz falsch mit unserer Beobachtung, dass er noch nicht ganz so im Zug ist. Aber gucken Sie sich mal an, wie sich dieses riesige junge Pferd schon setzen will für die Pirouette. Da können wir uns nur eins auf die Zukunft freuen. Ich glaube, dass der diesen Sport richtig will. Heute noch etwas groß, auch hier nicht ganz so aktiv. Jetzt können wir natürlich ein bisschen spekulieren, da auch, ne? Der Zug nach vorne, das kann der alles. Wir haben das alles schon gesehen, der ist schon locker mit 70er Runden gegangen, gar keine Frage. Ich glaube wirklich, entweder er ist ein bisschen eingeschüchtert durch dieses Riesenstadion oder vielleicht hat Helen Lange Hahnberg ihn auch eine Minute länger abgeritten. Manchmal ist das ja wirklich nur eine Minutensache, damit er sich eben in dem Viereck jetzt hier schön gelassen zeigt. Vielleicht war es auch eine Minute zu viel. Keine Ahnung. Ja. Der macht das alles in einer sehr verführerischen Machart, möchte ich mal sagen. Der hat einen super Grundgalopp, der hat einen super Schritt darunter, der hat einen super Trab darunter, der will die Last aufnehmen, der kann die Lektion.
Heute fehlt etwas die Sicherheit und der Go nach vorne. Da steht er, der Große. Veyron, macht hier den Auftakt. Macht den Auftakt. Guck mal, wie schön. Das macht natürlich echt eine klasse Reiterin aus. Die nimmt sich die totale Ruhe, lässt ihn da stehen, lobt ihm, gibt ihm nochmal Sicherheit. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir nicht ganz falsch mit der Vermutung liegen. Er hat sich hier so in sich ein bisschen geduckt, so nach dem Motto, boah, ist das groß hier. Aber dafür ist er ja auch echt noch ein Youngster mit seinen 8 Jahren und darf hier sehr gerne ein bisschen Routine sammeln. Wie viel in ihm steckt, wie hoch der kommen kann, gucken Sie mal. Er hatte so ein paar Dinger drin, hatte diesen Zug nicht so kontinuierlich nach vorne und war trotzdem bei 2 der Richter über 70%. Also ich glaube, wir können uns hier ganz locker vorstellen, wo die Reise mal hingeht, nach ziemlich, ziemlich weit oben. Das Endergebnis.